Nach dem Skandalauftritt von Ursula Stenzel, der nicht amtsführenden Stadträtin der FPÖ, bei einem Fackelzug, bei einer Demonstration der identitären Bewegung rund um das Jubiläum der Schlacht, der gewonnenen Schlacht vom Kahlenberg von 1683, dem 12. September, gibt es jetzt von Seiten der FPÖ keine Konsequenzen für Ursula Stenzel. Der Vizebürgermeister und Chef der Wiener FPÖ, Dominik Knepp, hat ein klärendes Gespräch mit Ursula Stenzel und es folgt daraus, dass sie keinen Maulkorb bekommt und dass es auch keine weiteren Konsequenzen gibt. Es wurde ja spekuliert über einen eventuellen Parteiausschluss etc. Aber von Seiten der FPÖ ist man der Meinung, dass die Verteidigungslinie von Ursula Stenzel, dass sie nicht gewusst hat, dass hier Identitäre mit bei dieser Demonstration dabei sind, Glauben geschenkt. Und man sagt auch, dass sie die Einladung gesehen haben und dort keinerlei Logo oder dergleichen der identitären Bewegung gesehen haben. Deshalb ist man auch davon überzeugt, dass es richtig war, von Ursula Stenzel bei diesem Fackelzug mitzugehen. Und man will sogar von der FPÖ im nächsten Jahr einen eigenen Fackelzug organisieren, um der gewonnenen Schlacht vom Kahlenberg zu gedenken, um Ausdruck zu verleihen, dass man gegen den politischen Islam ist und gegen die Islamisierung Europas. Das ist also der aktuelle Stand von der FPÖ. Ursula Stenzel bleibt weiterhin in der Partei. Sie wird auch weiterhin nicht amtsführende Stadträtin bleiben, bleibt in der Stadtregierung und es gibt von Seiten der FPÖ keinerlei Konsequenzen oder einen Maulkorb für Ursula Stenzel, die allerdings, muss man auch sagen, sich jetzt ein wenig zurückhält, denn sie hat ja gesagt, sie wusste nicht, dass dort die Identitären mit dabei sind und hätte sie das gewusst, dann hätte sie auch nicht daran teilgenommen. Das ist also der aktuelle Stand von der Wiener FPÖ, von Ursula Stenzel rund um den Skandalauftritt bei einer Demonstration der Identitären Bewegung.